Hallo und herzlich willkommen auf Evo2KTV und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von WWE 2K18, dem Universe-Modus. Heute Hell in a Cell, wir nehmen das Ganze mal wieder im Twitch-Stream auf und heute mit einer sehr interessanten Neuerung, und zwar habe ich jetzt nämlich einen neuen Bot mir installiert, wo ihr auch wetten könnt. Also wenn ihr bei mir im Stream seid und guckt einfach nur zu, dann bekommt ihr pro Stunde 3 Coins. Und ihr könnt dann eben an so Wetten zum Beispiel teilnehmen, wo ihr dann später auch mal irgendwie was anderes einlösen könnt. Was weiß ich, irgendwann mal ein WWE-T-Shirt oder so. Da muss ich mal den Shop noch einrichten. Auf jeden Fall habt ihr jetzt die Möglichkeit, hier im Stream durch zum Beispiel dieses Wettsystem Punkte zu sammeln. Und wir werden es so machen, dass immer vor jedem Match werden wir dann 3 Minuten so eine neue Wette öffnen. Und dann könnt ihr eben tippen, wer aufmacht. Also wenn ihr da auch mal Bock drauf habt, schaut gerne mal auf Twitch vorbei. www.twitch.tv/evo2k. Dann können wir auch an diesem interaktiven Spiel mitmachen. Aber jetzt starten wir erstmal Hell in a Cell, den reinen Smackdown-Pay-Per-View, wo wir heute auf jeden Fall ein paar interessante Matches sehen werden. So, und da starten wir. Wir haben nämlich 2 Kickoff-Show-Matches wieder, wo wir dann quasi keine Rivalitäten hatten. Deswegen den Anfang machen die Abonnenten mit James, Francisco Valesca, BDG, Jack White, Jordan, Laporte, David Cole und der Warlock. Und ich kann so viel sagen, die meisten haben hier auf Laporte gesetzt. Die meisten glauben, dass Laporte dieses Match gewinnen wird und dann schauen wir mal. So, da schauen wir mal, wer hier den Anfang macht, wer hier dieses Match gewinnen wird. Jack White ist bei Francisco Valesca, den ich ja als Sieger getippt habe. David Cole beim Warlock. Der hat auch eine Stimme auf jeden Fall bekommen. Und Laporte. Bin mal gespannt, ob er der Favoritenrolle hier gerecht wird. Aber ist schon interessant auch so. Jetzt sehen wir nämlich immer, was die Leute, wer für die Leute hier der Favorit ist in so Matches. Wird eine schöne Sache auf jeden Fall. Coole Neuerung. Meinem neuen Bot sei Dank. Grüße gehen raus an Gronkh. Bei dem habe ich nämlich den Stream Elements Bot entdeckt, als ich hier bei ihm im Stream zugeschaut habe. Und Laporte! Nee. Haut BDG noch nicht raus, aber auf einem guten Weg. Man muss mal ein bisschen weiter in die Mitte setzen. Gut, ihr seht das jetzt nicht. Ich blende nämlich die Kamera immer aus. Weil ich finde eigentlich, die nimmt zu viel Platz weg. So, Laporte auf jeden Fall schwierig kann. Das wird noch niemals reichen, dass der eliminiert wird. Gibt es jetzt die Tritt auf jeden Fall für BDG. Ja, der nächste. Oh, Jack White jetzt bei David Cole. Und der läuft einmal gegen BDG. Ja, die meisten liegen ja auf dem Boden rum. Noch keiner rausgeflogen. Man hört hier irgendwie nur Schläge die ganze Zeit, aber es passiert irgendwie nichts. So, Laporte wieder bei BDG. Jordan kontert den Warlock. Oh, jetzt der Warlock in. Nee, da kann er sich wieder retten. So, jetzt der Warlock gegen Laporte. Und der Warlock ist raus. Das waren die 100 Coins vom Hergi. Die 100 Evos, die gerade von Laporte eliminiert wurden. Aber der Hergi hat ja auch genug. Oh, jetzt David Cole in Schwierigkeiten. Ja, kann er sich mal retten. Der Hergi schreibt es auch gerade im Chat, egal. Jetzt war Laporte in Gefahr. Und Laporte ist auch raus. Das sind die Coins gewesen, glaube ich, von Dragon Boy und Michi Lehnerer. Aber mein Tipp lebt noch. Mein Tipp ist noch hot. Jetzt gibt es die Schläge gegen Jack White und David Cole.
So, und BDG ist auch raus. Und David Cole ist raus. Was war denn das jetzt hier? Das ging mal ruckzuck jetzt. So, Jack White macht jetzt den Jordan fest und Jordan ist auch raus. Mein Tipp lebt noch, Leute. So, jetzt schauen wir mal, ob das auch das Ende von Baleska ist, der übrigens eine Platzwunde hat. Hat auf jeden Fall schon ein bisschen eingesteckt. Könnte sein. Nee, er rettet sich nochmal. Alles klar, Jack White mit dem realistischsten Move für seine Größe, die es gibt. Und Jack White jetzt mit dem Irish Whip, aber ja, das geht erstmal schief für ihn. Und was ein Kick von Baleska. Ja, Hergi schreibt es gerade. Jack White wurde nämlich von ihm erstellt für einen Abonnenten. Und der ist wirklich noch genauso von Anfang an, seit Staffel 1. Von wem war... War Jack White von Unfair Jordan? Hallo Darkwolf, herzlich willkommen. Begrüßen wir jetzt auch einfach mal die Leute, die gerade hier zuschauen. Also Unfair Jordan war der Jack White. Von Discord. Jetzt kassiert er aber. Oh, Baleska kann kontern. Aber auch Jack White kann wieder kontern. Jetzt wollen wir so langsam Eliminierung hier sehen. Das ist ja nur eine Kickoff-Show. Ja, der wird jetzt froh sein, der liegt mich erstmal draußen. Herzlich willkommen an alle Zuschauer, die gerade hier auf Twitch reingeschaltet haben. So, da ist der Spear. Und jetzt vielleicht die Eliminierung von Baleska. Dann nimmt er Anlauf und raus ist er. So, Jack White oder Francisco Baleska. Wer holt sich hier den Sieg? Ich muss sagen, ich habe schon mal gut getippt. Ich bin immerhin hier im Finale. Aber das sieht gut aus für Baleska. Das sieht nach Curbstorm aus. Nee, doch nicht. Wenn jetzt kein Reversal kommt, war es das. Es kommt der Reversal. Und wieder der Reversal. Aber trotzdem, Jack White kann kontern. Und jetzt soll auch der Signature oder Finisher kommen, was auch immer. Von Jack White gegen Baleska. Und er dreht sich wie ein Kreisel. Und wieder der Konter von Baleska. Oh, was ein Kick. Und da ist die Platzwunde. Der hat mal ordentlich gezischt. So, und Sister Abigail. Cousin Luigi, habe ich immer gesagt zu ihm. Ist das jetzt die Entscheidung? Nee. Wieder der Reversal. Jetzt vielleicht die Entscheidung. Nee, er... Warum haut er denn schon wieder das Ding hier raus, anstatt den sich aufzuheben und den dann im Ringseil zu verwenden? Nein. Es kann noch ein bisschen dauern. Dabei ist nicht mal Z-Nex hier in dem Match dabei, weil immer wenn Z-Nex ja seine Matches hat, dann zieht sich das bei den Battle Royals immer so. Ja, der nächste Reverse wieder. Und der nächste Kick. Alter, ist der am Siffen.
So, jetzt Jack White. Macht den im Ringseil fest, dann ist das die Entscheidung. Er nimmt Anlauf. Und Evo hat recht gehabt. Evo 2K hat recht gehabt. Er hat es vorhergesagt. Jack White gewinnt das Match. Das werden wir direkt mal in den Wetten hier berücksichtigen. Wo haben wir es? Hier, 25% Jack White. Jawohl. Habe ich ihn gewonnen? Keine Ahnung, wie viel Coins. Sieht man nicht, wie viel ich gewonnen habe. Aber ich habe auf jeden Fall 42% von dem aus dem Pot gewonnen. Und das war erstmal eine Ansage hier. Tippspielsieger. Wenn es mir schon bei den realen Pay-Per-Views nicht gelingt, dann wenigstens hier. Wir kommen zum nächsten Match, denn es erwartet uns das nächste Kick-Off-Match, die nächste Battle Royale. So, als nächstes sehen wir dann das Match zwischen Daniel Bryan, es sind nur 6 Leute jetzt hier in dieser Battle Royale. Daniel Bryan, Jeff Hardy, The Miz, Rusev, Samoa Joe und Shinsuke Nakamura. Und da schauen wir mal, wer dieses Match gewinnen wird. Schwung schnell, Einzug aus, los geht's. So, und damit beginnt das Match. Also ich kann schon mal sagen, hier in Tippspiel, die Einzigen, die keine Votes bekommen haben, waren jetzt, glaube ich, Nakamura und The Miz, wenn ich es richtig gesehen habe. Ich gucke gerade nochmal nach. Ja, The Miz und Nakamura, die einzigen ohne Tipp oder ohne Wette. Ansonsten, Joe hat eine bekommen, Rusev hat eine bekommen, Daniel Bryan hat eine bekommen und Jeff Hardy hat eine bekommen. Schauen wir mal, wie das Ganze hier ausgehen wird. Vielleicht werde ich hier wirklich zum Tippgott. So, Joe auf jeden Fall bei bei Nakamura. Genau, Joe ist bei Samoa Joe. Alles klar. So, jetzt Rusev gegen Samoa Joe. Das ist Schwergewicht. Rusev gegen The Miz. Da ist die Platzwunde auf jeden Fall bei Jeff Hardy. The Miz steigt aufs Seil. Oh, Samoa Joe hält sich zum Glück noch drin. Wäre mein Tipp fast dahin gewesen. Das sieht auf jeden Fall nicht gut aus für Samoa Joe. Das kann man leider, leider so sagen. Daniel Bryan ist raus. Jeff Hardy eliminiert Daniel Bryan. Hä, aber wo ist denn die Platzwunde? Da hat eben einer eine Platzwunde gehabt. Oder war das Daniel Bryan? Nee. Wer hat denn die Platzwunde? So, Joe jetzt gegen Nakamura. Und ich glaube, Nakamura fliegt raus. Jawohl. Nakamura wird von Samoa Joe eliminiert. Und jetzt Joe gegen Jeff Hardy. Und Rusev. Ah, Rusev hat die Platzwunde. Alles klar. So, jetzt The Miz gegen Jeff Hardy. Und The Miz macht ihn jetzt im Ringseil fest. Wenn er jetzt Anlauf nimmt, nee, er braucht keinen Anlauf, er schmeißt ihn so raus. Jeff Hardy auch eliminiert. Das sind wieder Coins, die Hergi durch die Lappen gehen. Oh, jetzt Samoa Joe in Gefahr, Samoa Joe in Gefahr. Nein, nein, meine Wette, meine 100 Coins. Da sind sie weg. The Miz oder Rusev, wer holt hier den Sieg? So, jetzt The Miz. Chillt in der Ecke. Na, hoffe jetzt mal auf Rusev, weil auf den wurden Coins gesetzt. Oh, Rusev ist raus. The Miz gewinnt tatsächlich dieses Match. Das ging jetzt eigentlich sehr, sehr schnell. Ja, das bedeutet in diesem Fall für keinen von uns Punkte. Leider, leider. Hat er das jetzt hier übernommen? Ja.
Tja, leider, leider. Keine Punkte. Dann gehen wir zum nächsten Match rüber. So, dann das nächste Match werden wir uns nicht anschauen, weil das ist relativ uninteressant. Randy Orton gegen R-Truth. Das war auch schon so auf der Card drauf. Da habe ich gedacht, hey, wenn das so drauf ist, lassen wir es einfach mal so. Vielleicht entwickelt sich ja was draus. Simulieren wir. Randy Orton hat das Match gewonnen. Dann, aber das gucken wir uns an. Peyton Royce gegen Naomi. Es geht um den Frauentitel. Schwung ist natürlich wieder schnell. Der Einzug aus und los geht's. So, und damit geht's in Hell in a Cell. Ich kann euch sagen, hier bei diesem Tippspiel, beziehungsweise was macht denn Peyton Royce da? Hat schon keinen Bock mehr. Ja, wird direkt mal wieder in den Ring reingeschmissen. Die KI ist wieder on fire. Auf jeden Fall bei diesem Match war sich die Community einig. Und zwar haben alle auf Naomi gesetzt. Jetzt ist sogar noch The One Busty, mein allererster Abonnent, mit eingestiegen. Der kam auch dazu. Und ja, hat auch nochmal hier Naomi, hat da nochmal 10 Evos drauf gesetzt. Schauen wir mal. Das wäre jetzt hier der Worst Case, wenn Peyton Royce jetzt gewinnt. Jetzt, wenn einer jetzt schlau gewesen wäre, hätte einer jetzt nämlich auf Peyton Royce setzen müssen, dann hätte er richtig abkassiert, wenn Peyton Royce gewonnen hätte. Das sind halt Wettquoten, aber es sieht halt gerade irgendwie nicht so aus, als würde Peyton Royce was reißen. Ja doch, jetzt kommst du doch zurück. Tja, das geht schief. Aber Naomi wieder. Aber Peyton Royce kann auch wieder kontern. Wieso liegt Naomi jetzt da so, als wäre die erschossen worden? Ja, der ging schief. Naomi wieder auf den Beinen und jetzt gibt's die Kicks. Die ist jetzt sauer, die hat Bluthochdruck. Oh, der Kick. So, jetzt Naomi. Oh, alter Schwede, wird gekontert. Aber es ging schief, das ging schief. Der Pinfall. Ja. Oh, der hat gesessen. Könnte eine Entscheidung bedeuten gleich. Jetzt mal in die Ringecke für Peyton Royce. Das wird jetzt die Entscheidung sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Peyton Royce einen Widerstand hat, um da jetzt rauszukommen. Eins, zwei. Was? Peyton Royce kommt da raus. Was zur Hölle? Aber es war. Hä, hat die. Zwei Finisher? Na gut, dann wird's das jetzt. Das wird jetzt das Ende sein für Peyton Royce. Aufgabegriff. Da geben die Frauen doch immer schnell auf. Klopft Peyton Royce ab. Nee, die kommt schon wieder raus. Was ist mit der denn los? Vielleicht sehen wir jetzt doch eine Überraschung hier in dem Match. Das wäre auf jeden Fall eine krasse Sache, wenn Peyton Royce, die hat jetzt auch ein Signature oder ein Finisher, was auch immer, ich werde das hier nie checken, wenn die bei Hell in a Cell neue Women's Championess wird. Hat die ernsthaft hier die Three Amigos von Eddie oder ist das einfach nur im Spiel dumm? Ah, mit Fisherman Suplex, das ist mir sympathisch. Eins, zwei, aber Naomi kommt raus. Was hat sie jetzt vor? Alles klar, Peyton Royce holt sich den Stuhl. Was ist hier mit den Frauen los? Extreme Championship Wrestling. Das ist überraschend. Oh, aber jetzt Naomi mit dem Kick. Hat sich relativ leicht daraus befreit. Der Ringrichter, keinen Bock zu zählen. Eins. Ja, kommt sie aber direkt raus.
Dropkick. Oh, Naomi, das sieht nicht gut aus. Das sieht überhaupt nicht gut aus für Naomi jetzt. Ja, jetzt mal der Reversal. Aber wieder, ich glaube, Peyton Royce ist hier wirklich auf dem Weg zur Sensation. Laber nicht. Und wieder. Warum zieht sie den Pin denn nicht durch? So, jetzt. Ich glaube, das war's wirklich. Eins, zwei. Laber nicht. Peyton Royce ist neue SmackDown Women's Championess. Wie krass ist das denn bitte? Ja, das hat mal keiner getippt. Wie gesagt, was ich eben gesagt hätte einer jetzt auf Peyton Royce getippt, der hätte mal richtig Punkte abgesahnt. Ja. Keine Coins für jemanden. Keine Coins. Aber das ist auf jeden Fall die Überraschung von Hell in a Cell, behaupte ich jetzt schon mal. Was anderes kann hier gar nicht mehr passieren, dass das hier toppt. Billy Kay gefällt das. Tja, was willst du machen? Was willst du machen? Die erste Überraschung ist da. So, und dann kommen wir zum Tag-Team-Match. Ace the Viking und IT, sie treffen auf Sanity, die sich ja die Titel geholt haben. Und hier muss man natürlich dazu sagen, wenn Sanity dieses Match gewinnt, ist der Cold Club wieder am Ende vom Tag-Team-Ranking angekommen. Schwung schnell, Einzug aus, los geht's. So, dann schauen wir mal. Der Cold Club gegen Sanity. Das Ganze heute natürlich in einem Tornado-Tag-Match, weil es bei Hell in a Cell ebenso der Fall ist. So, wie ist denn hier eigentlich so die Verteilung? Alle haben auf Sanity gesetzt. So, hier kann ich jetzt mal zu sagen, weil es gerade im Chat... Ich mache das heute mal in der Folge, mache ich das mal anders. Heute gehe ich auch mal in der Folge ein bisschen auf den Chat ein. Also, wir starten ja immer den Contest. Also, wenn ich die Wette eröffne, dann ist immer eine Minute Zeit, wo ihr abstimmen könnt. Und wenn diese Minute abgelaufen ist, kann ich da leider nichts mehr dran machen. Also, ihr müsst da wirklich drauf achten, dass ihr das dann richtig schreibt. Ihr müsst wirklich Ausrufezeichen Bett schreiben. Nicht Ausrufezeichen Leerzeichen, dann Bett. Sobald einmal die Wette läuft, kann ich nicht mehr rückgängig machen. So, auf jeden Fall schauen wir mal. Wenigstens ist die Verteilung hier fair. Die zwei Powerhouse gegeneinander und die zwei Beweglichen. Wir hätten eigentlich mal vorher gucken sollen, wer vorher wie viel Coins hat und wie viele Coins man dann am Ende hat, ob sich das gelohnt hat, ob das für irgendjemanden rentabel war. Also ich habe jetzt schon zweimal daneben gelegen. Alter, ja. IT fliegt einfach mal ins Leere. Ich bin auf jeden Fall sicher, wenn es heute ein Tornado-Tag-Match ist, wird es nicht so lange dauern. Wie die normalen Tag-Team-Matches, die wir natürlich kennen. So, jetzt ja, sind sie dann doch wieder alle im Ring, außer IT. Ich kann was zu trinken einschütten. So, jetzt Killian Dane gegen Ace the Viking. Und Eric Young mit IT, das geht gut. Ja, das ist schon komisch, die können sich nie beide... Doch, jetzt machen sie beide mal einen... Das ist beide mal dominant. Oh, das sieht nicht gut aus für den Cold Club. Da ist der Pinfall. Eins... Zwei. Ah, komm da raus, Ace the Viking. Und Reversal. Und Sanity wieder am Dominieren.
Jetzt sind wir wieder der Cold Club am Drücke. Pinfall von Eric Young. Aber da kommt IT ganz klar raus. Oh, das Comeback ging, glaube ich, schief von Ace the Viking. Ich meine, der hätte ein Comeback gehabt. Und Eric Young kontert das direkt. So, jetzt ist man auf jeden Fall. Warum attackiert er denn nicht IT? Eric Young, warum attackierst du denn nicht IT? Jetzt stehen sie sich gegenüber. Ja, die zwei Big Men eliminiert. Oh, jetzt der Piledriver gegen IT. Das könnte eine Entscheidung geben. Was ist jetzt Ace the Viking? Warum ist denn jetzt Eric Young quasi ausgenockt? Verstehe ich nicht. So, jetzt Killian Dane schnappt sich Ace the Viking. Spannendes Match auf jeden Fall. Es geht gut hin und her. Und der nächste Piledriver gegen IT. Und das könnte jetzt eine Entscheidung geben. Das könnte jetzt die Entscheidung sein. Wenn er ihn pinnen würde, er macht nichts. Er steht nur dumm rum. Er steht einfach nur dumm rum. Doch jetzt. Eins. Zwei. Und wieder kommt IT raus. Aber Killian Dane, der hat auch schon wieder was hier ins Feuer geworfen. Ich glaube, das ist jetzt der Titel, beziehungsweise die endgültige Entscheidung gegen den Cold Club. Der Pinfall gegen Ace the Viking. Eins. Zwei. Und das war's. Sanity gewinnt das Match. Und ja, damit ist der Cold Club am Ende vom Tag Team Ranking angekommen. Aber geiles Match auf jeden Fall. Hat Spaß gemacht. Sanity behält den Titel. So, und damit gehen wir mal auf alle, die Sanity gesagt haben. Keiner hat auf den Cold Club getippt. Das war wirklich mal definitiv eine ordentliche Vorstellung. Sehen wir jetzt eigentlich auch, wie die Titel bekommen? Wahrscheinlich nicht. Naja, dann gehen wir mal weiter und gucken uns das nächste Match an. So, und jetzt ist das Match, wo einige drauf warten werden. Und ich kann mir vorstellen, dass bei diesem Match hier bei der Twitch-Wette gleich keiner auf Halil setzen wird. Also Andy Ross gegen El Halil. Schwungschnell, Einzug aus. Los geht's. So, Leute. Und ja, ich kann es euch sagen. Alle haben auf Andy Ross gesetzt. Also wenn jetzt einer auf Halil gesetzt hätte, da hätte man richtig Asche machen können jetzt in dem Match, wenn Halil dieses Match gewinnt. So, Grüße gehen raus an Daniel, der gerade in den Stream reingekommen ist. So, ich bin mal gespannt, ob Halil hier gewinnt. Halil, guckt's euch an, Halil! Der muss sich erstmal eine Waffe holen, weil er alleine wieder nicht zurechtkommt. Nimm sie doch ab! Boah, scheiße. Ja, also ich muss jetzt halt sagen, jetzt ist natürlich die Wette uninteressant, weil jetzt halt keiner was gewinnt. Jeder bekommt halt seinen Einsatz wieder. So, Halil, jetzt weiß man nicht mehr. Ah, doch, jetzt geht er doch. Jetzt macht er weiter. Aber Andy Ross, er hat den Stuhl. Aber er will hier gar nicht damit schlagen. Der braucht das Ding nicht. Andy Ross, die Community steht hinter dir. Wie man sieht hier an der Abstimmung. Ah, jetzt war Halle mit dem Reversal. Ein Hin und Her ist es aktuell. Jetzt gibt es aber mal den Belly to Belly. Jetzt sagt er, Halil will, dass er aufsteht, Andy Ross.
Und Halil hat keinen Bock, so wie es aussieht. Schlägt er ihn nochmal? Ah. Der hat gesessen. Oh, Halil natürlich mit dem Curb Stomp. Man muss aber schon sagen, dass der gerade performt. Eins, zwei. Halil hat gewonnen. Andy Ruiz, es tut mir leid. Halil hat den Titel eindrucksvoll verteidigt. Das muss man irgendwie halt schon sagen. Nutzt ja nichts. Haben wir alle mal Coins in den Wind geschossen. Was willst du machen? Was willst du machen? Unfassbar. Kriegt er den US-Titel zurück? Im Chat wird geschrieben, Betrug. Cheater. El Halil verteidigt seinen US-Titel. Und sollte damit definitiv die 100 Tage erreicht haben. Heißt also, wenn er seinen Titel mal verliert, steigt er ins andere Ranking auf. Na gut. Oh, guckt euch an. Andy Ruiz hatte voll die Zuckung da unten. Wir kommen zum Main Event. So Leute, und für AJ Styles geht es jetzt um alles, denn wenn er verliert, dann ist er im Ranking auch ganz unten. Für Samoan Giant ändert sich nicht viel, denn der hat ja immer noch die zwei Chancen. Er hat zum einen, habe ich ja schon öfters erklärt, er war, wo er den Money in the Bank Koffer hatte, sowieso Hauptherausforderer. Heißt also, wenn er jetzt verlieren sollte, verliert beim nächsten Mal wieder, hat er immer noch eine Chance. Also, alles entspannt für den Giant, aber für AJ Styles sieht die Situation schon ganz anders aus. Schwung schnell, Einzug aus, los geht's mit dem Main Event. So, diesmal sieht's aus, drei Leute waren für AJ Styles, zwei Leute sind für den Samoan Giant bei den Tipps. Und ich muss sogar sagen, ich habe auch auf AJ Styles getippt. Nichts gegen den Samoan Giant, aber ich finde AJ Styles ist so krass am Performen, auch hier in dem Modus. Der holt sich den Sieg. So, und jetzt AJ. Was macht der denn? Ich dachte schon, es gibt jetzt ein Squash-Match oder so. Muss aber doch, ich glaube, das ist auch so jetzt noch für die Leute, die im Chat sind, nochmal geiler mit diesem Wettsystem, weil es dadurch wirklich nochmal interessanter wird. Als eben nur das Zugucken. Das ist interaktives Gaming, was ihr hier bei mir bekommt. Also AJ macht auf jeden Fall einen ordentlichen Eindruck. Jetzt geht's in die Ringecke für den Giant, aber er weicht aus. Oh, was ein Headbutt, alter Schwede. Holt er sich auch eine Waffe? Aber ihr seht's halt leider, auch die KI verlässt nicht den Käfig. Oh, der hat mal ordentlich gesessen. Dieser Baseballschläger. Und er haut auf AJ ein. Kommt der Reversal. Schafft er das? AJ schafft's nicht. Der Power Slam mit Hilfe der Ringecke. Pinfall 1. Ja, AJ kommt raus. Das ist halt AJ. Und der Kick vom Giant. Aber AJ kann kontern. Pinfall, das reicht noch nicht. Eins, ja. Der Giant, da war ja noch gar nichts. Jetzt der Giant wieder. Also jetzt, nachdem er den mit dem Knüppel attackiert, da würde ich sagen, dass er jetzt in der Favoritenrolle ist. Oh, und da könnte auch... Nee, doch nicht. AJ wieder mit dem Konter. Oh, 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 oh. Und AJ haut in den Signature rein. Kommt der Styles Clash? Ich glaube ja. Der Styles Clash droht. Nee, droht noch nicht. Jetzt vielleicht. Eins. Zwei. Ja, abwarten. Jetzt hat der Giant aber auch. Jetzt sind wir ungefähr ausgeglichen.
Pinfall gegen AJ, der hat eh einen Widerstand, der kommt da raus. Alles entspannt. Hier bei 2. Ganz entspannt kommt AJ da raus. Jetzt könnte es problematisch werden vielleicht. AJ kontert. Und AJ ist jetzt dran. Der hat jetzt ein Signature und gleich noch 2 Finisher. Das könnte jetzt den Titelwechsel gleich geben. Nein, der Giant kontert. Alles wieder beim Alten. Und AJ kontert wieder. Jetzt geht's aber mal richtig hier in die Crunch-Time. Und AJ zieht doch den Signature durch. Und jetzt hat er 2 Finisher. Jetzt bin ich gespannt. 1, 2. Er kommt raus. AJ kann es nicht fassen, aber er hat ja noch Phenomenal Form. Nein, er will den Styles Clash zeigen. Was macht er denn da? Hä? Was macht AJ denn da? Warum klappt das mit dem Styles Clash denn nicht? Was eine Clothesline hier von AJ. So, jetzt will er den Styles Clash zeigen. Ich glaube, wenn der sitzt, dann war's das. Und der sitzt. Der sitzt. Das ist realistisches Gameplay, was die Gewichtserkennung angeht. Pinfall. Ringrichter Zähl. 1, 2. Und ey, was? Das war doch 3. Das war doch 3. AJ kann es selbst nicht fassen. Was ein Betrug ist das denn? Aber AJ hat noch einen. Wenn der sitzt, war es das auf jeden Fall. Und das war Steel Finisher von AJ Styles. Der Pinfall, das muss es jetzt mal gewesen sein. 1, 2. Das gibt's nicht. Was ist hier los? Was ist denn hier los in dem Match? Ich sehe schon kommen, dass AJ jetzt verliert. Wäre genauso eine Farce wie mit der AJ kontert wieder. Oh. Wie der da hängt, ey, das unterste Ringseil. Wie erschossen. Es sieht auf jeden Fall nicht gut aus für den Giant. So, und jetzt Cuff Pressure. Gibt er auf, der Samoan Giant. Gibt er auf. Er gibt auf! AJ Styles gewinnt! Was ein sickes Match war das denn? AJ Styles! Bullet Club! For life! So! 3 Leute freuen sich über Evos. Holy shit, Mann! Was ein Match! Aber das eine war definitiv, das war 3. Diese eine Situation. Ja, und damit geht diese Fehde weiter. Samoan Giant jetzt mit 2 Rückmatch-Chancen. Es bleibt also spannend, wie es hier bei SmackDown weitergeht. Aber AJ ist mal definitiv ein krasser Champion. Wie oft der jetzt hier schon im Evoverse sich den Titel geholt hat. So Leute, dann gucken wir in die News rein. Hier sehen wir es. Neuer Champion AJ Styles. Peyton Royce wahrscheinlich die Überraschung. Aber an sich ein geiler Hell in a Cell Pay-Per-View, wenn man das so sieht. Böse Absicht. Samoan Giant Randy Orton vor dem Match angegriffen, okay. Alles klar, da scheint was zu entwickeln. Ja, aber damit sind wir am Ende der heutigen Folge angekommen. Das Power Ranking. Hier sehen wir es. Roderick Strong, warum immer auf der 1. Auf jeden Fall, ja, ich bedanke mich bei euch allen wieder fürs Reinschalten, für die Aufmerksamkeit. Wenn es euch heute gefallen hat, dann lasst dem Video doch mal einen Daumen nach oben da. Schreibt gerne was in die Kommentare, was euch gut gefallen hat, was euch schlecht gefallen hat. Joint gerne meinem Discord-Server, Link dazu in der Videobeschreibung. Auch die Social-Media-Accounts alle verlinkt sind, Facebook, Twitter, Instagram. Wenn ich zum Beispiel streame, gebe ich mir Mühe, dass ich in der Instagram-Story jetzt immer Bescheid gebe, euch so eine kleine Information da lasse, dass der Stream gerade läuft. Jetzt habe ich es eben vergessen, weil es relativ spontan war, aber normalerweise ist das eigentlich der Plan, wie es ablaufen soll. Jeden Tag um 12 Uhr eine neue Folge vom WWE 2K18 Universe Modus. Das Ganze bis zum Release von WWE 2K19 täglicher Content um 12 Uhr. Und auch ihr könnt daran teilnehmen. Schaut euch mal die 2 Videos in der Videobeschreibung an. Das erste zeigt euch, was die Teilnahmebedingungen sind, die euer Charakter erfüllen muss, um hier reinzukommen. Und ja, es muss auf jeden Fall wirklich alles erfüllt werden, deswegen schaut das Video von Anfang bis Ende an, dann sollte auch garantiert sein, dass ihr keinen Fehler gemacht habt und euer Charakter den Anforderungen entspricht. Das zweite Video zeigt euch dann,
ja, wie ihr den Wrestler richtig in die Community hätte hochladen können, damit ich ihn auch finden kann. Wenn das passiert ist, werdet ihr zeitnah hinzugefügt. Und jetzt bedanke ich mich für euch allen wieder fürs Reinschreiben, für die Aufmerksamkeit. Auch allen, die im Twitch-Chat waren. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Mitmachen beim Wettsystem. Hat mir eine Menge Spaß gemacht, weil es auch interessant war zu sehen, was so eure Tipps sind hier für die Matches. War echt cool, werden wir auf jeden Fall öfters machen. Ich wünsche euch jetzt allen noch einen schönen Tag. Lasst es euch gut gehen, bis zum nächsten Video. Macht's gut und ciao.